Ja, also zum Beispiel grundsätzlich Thema Denken. Ich habe festgestellt, in Deutschland nie so großartig da ausgebreitet. Also das heißt, Menschen praktisch denken schon fertige Muster und so richtig passend, so politisch konform, sage ich mal so, korrekt. Und diese Muster manchmal so festgefahren, zum Beispiel, dass man jede Millimeterabweichung davon zum Beispiel wird schon schwierig. Also das heißt, sofort wird dann bekämpft, kann man schon sagen, ja. Also das heißt, diese Zulassen, dass es andere Möglichkeiten gibt, sowas überhaupt nachdenken, deswegen sage ich, dafür gibt es eine Fantasie als Fähigkeit. Also eine Möglichkeit zulassen, sich erlauben, so zu denken. Und dieses Thema Fantasie in Deutschland extrem negativ besetzt. Und deswegen, wenn man jetzt jemand sagen würde, du hast zu viel Fantasie, dann ist das schon Beleidigung. Ja? Also das heißt, das bedeutet, oh, materiell, also alles richtig gut greifen, also muss alles im Griff haben. Also, was haben Sie Wirklichkeit im Griff? Nichts im Griff haben Sie dann. Also, das heißt, also, und Fantasie ist so schwach, deswegen ist sich nicht erlauben, anders zu denken, bedeutet sich in Käfig versetzen, also nicht so ein geistiges Gefängnis. Ja.